Brot und Spiele haben uns fest im Griff. Und damit meine ich heute einmal nicht die Fußball-EM, sondern damit meine ich die Wahlen quer durch die ganze Welt. Die Wahlen in Frankreich, die Wahlen zur Europäischen Union, die Wahlen überall, Brot und Spiele überall. Und ja, es gibt Hoffnung für Deutschland. Endlich gibt es Hoffnung für Deutschland, nicht mehr länger die unfähigste Bundesregierung weltweit zu sein. Es gibt Hoffnung. Frankreich legt voraus, und zwar die grüne Ideologie der Selbstzerstörung und des Fertigmachen der Wirtschaft, des Warnen vor den roten Garden und zeitgleich aber zensieren, was das Zeug hält, haltet Einzug nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Das Zensieren wird man bald lernen können in Deutschland von Frankreich, und natürlich auch das Abwirtschaften von Ruinator Habeck wird auf ein neues Level gehoben werden, wenn Mélenchon in Frankreich das Regierungszepter übernehmen darf. Und ganz stark verspricht Mélenchon in Frankreich auch seinen Wählern, ganz stolz verspricht er da, dass Arabisch nach dem heutigen Wahlergebnis eine Amtssprache in Frankreich werden wird. Viele muslimische Brüder, ich darf zitieren, viele muslimische Brüder haben für uns gewählt, sagt er da ganz, ganz stolz. Und damit weiß man an und für sich, dass diese entscheidende Richtungswahl in Frankreich ein deutliches Zeichen für ganz Europa ist. Und zwar, wenn ein Land wie Frankreich, eines der Gründungsstaaten der Europäischen Union, die Grundpfeiler der Freiheit an und für sich nicht mehr hochhält, sondern ganz im Gegenteil, die linksgrünen Regierungen an die Macht kommen, aus Linken, Grünen und Kommunisten, und das bei einem Globalistenpräsidenten von Rothschilds Gnaden, der das Ganze dann noch legitimieren wird. Dramatische Folgen wird das aber auch für Deutschland haben, und darum geht es in diesem wichtigen Video heute. Deswegen unbedingt Video teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen, und mein Name ist Hannes Hartnagel. Mein Name, Deutsch Benjamin Hannes, die Wahlen sind geschlagen, unglaubliches Ergebnis, über die sprechen wir heute, die Auswirkungen auf Deutschland, aber auch ganz wichtig, diese Woche kommt ein großes Zyklen-Update bei Invest in Best. Wir schauen uns an, was in Gold passiert, wir schauen uns an, was im Zyklus los ist, was mit Bitcoin passiert, wie es dort weitergeht, aber natürlich, kommt die Rezession oder kommt sie nicht? Wann kommt die nächste Geldorgie? Und eben ganz, ganz wichtig, was hat das für Auswirkungen auf Europa? Über das geht's heute in diesem Video, und deswegen, Hannes, würde ich sagen, legen wir sofort los. Bevor wir die Lehren aus der Frankreich-Wahl ziehen und bevor wir auch in den Berliner Sumpf schauen, wann es endlich zu Neuwahlen in Deutschland kommt, schauen wir uns mal noch ein einfaches Rechenbeispiel an, Benjamin. Und das finde ich ganz aufschlussreich. Und zwar, es gibt in Deutschland, haben wir schon oft gebracht, 27 Millionen Nettozahler. Also Menschen, 27 Millionen Menschen zahlen in Deutschland mehr in das System für das solidarische Gemeinwohl ein, als sie vom System erhalten. Und davon arbeiten dann 12 Millionen in einem staatsnahen oder direkten Staatsapparat. Und damit bleiben dann noch 15 Millionen übrig, die an und für sich das ganze linksgrüne woke Transgender-Wahnsinn am Ende des Tages bezahlen dürfen. Und diese bezahlen im Grunde am Ende des Tages alles in Deutschland, teilweise auch in der ganzen Europäischen Union. Und dann sollte man sich eine Frage stellen. Das sind diese 15 Millionen Menschen, die Tag für Tag aufstehen, zur Arbeit gehen, die Tag für Tag die Leistung über das Nehmen, über das Nehmen vom Gemeinwohl drüber stellen. Und da muss man sagen, diese 15 Millionen Menschen zahlen dann die Geschicke der 70 Millionen weiteren, die teilweise oder komplett von diesen 15 Millionen dann am Ende des Tages finanziert werden. Allerdings an der Wahlurne, und das glaube ich, kann man schon daraus schließen, wohin ich hinaus möchte, entscheiden dann nicht diese 15 Millionen, sondern es entscheiden dann natürlich alle 84 Millionen deutschen Einwohner, beziehungsweise die alle, die halt wahlberechtigt sind in diesem Alter. Und dann hat man dank Nancy Faeser noch in Deutschland bald Turbo-Einbürgerungen, das zu diesen 12 Millionen Auslandsdeutschen in Deutschland, die auch wählen dürfen, noch 4 bis 6 Millionen hinzukommen werden, eben zu den nächsten Wahlen dann. Und dann kann man sich einfach relativ einfach ausrechnen, dass eben dann Menschen, 12 bis 15 Millionen, die leisten, die Nettozahler sind, vielleicht anders wählen werden als diese 12 Millionen frisch eingebürgerten Deutschen, bald 16, 18 Millionen frisch eingebürgerten Deutschen oder auch all jene, die vom Staat mehr bekommen, als sie vom Staat erhalten. Aber an der Wahlurne natürlich werden diese 15 Millionen Menschen dann relativ wenig ausrichten. Und das sollte man am Ende des Tages verstehen. Immer wenn es darum geht, von bürgerlichen Mehrheiten oder von Warnungen, vom Rechtsruck, wenn wir das in allen Ländern der Welt immer wieder hören.
Ja, Hannes, und das haben wir in Frankreich und bei den EU-Wahlen gesehen. Alle warnen, wie gesagt, immer vom großen Rechtsruck, die große Gefahr von rechts und eben vom Siegeszug der Rechten. Und man hat Angst gehabt, dass es eben jetzt schon wieder soweit ist, dass die Rechten wieder das Zepter in die Hand nehmen. Aber eben der große Gewinner, der große Gewinner nach der EU-Wahl waren die Christdemokraten und ganz klar, Hannes, wieder Ursula von der Leyen. Und in Frankreich sind es jetzt die Linken, die Kommunisten und die Grünen. Unglaubliches Ergebnis, muss man einfach sagen. Wer hätte das gedacht im Vorhinein? Und warum? Warum hat man eine Masse, der man sagt, es ist gut, nichts zu tun? Es ist richtig, eben zu nehmen. Die anderen sind sowieso immer die Schuld und man ist halt das Opfer. Das Opfer vom Klimawandel, das Opfer, weil man zum Beispiel eine Frau ist oder auch das Opfer, weil man sich nicht wohlfühlt. Oder was auch immer, Hannes. Die Leistungsträger, die in der europäischen Kultur, sagt man ja, sind zu überwiegenden Teil der Mehrheit aber immer noch das große Feindbild in der heutigen Welt. Das ist leider so. Und wie gesagt, ja, der moderne, weiße, der kultivierte, der gebildete, das ist mehr oder weniger das große Problem. Aber was läuft das Ganze eigentlich hier hinaus? Egal, ob es in Frankreich ist oder auch in den USA, aber auch in der Europäischen Union, Hannes. Relativ einfach, Benjamin, und zwar, es geht um eine gewisse Unregierbarkeit, die man erzeugen will. Wir werden es wenigen Tagen sehen, wenn Ursula von der Leyen angelobt werden soll oder gewählt werden soll vom Parlament. Und vielleicht gibt es da auch die eine oder andere Unstimmigkeit und Probleme dann, dass auf einmal Mehrheiten wegbrechen. Was haben wir dann? Eine gewisse Unregierbarkeit. In Frankreich eine Unregierbarkeit an der Tagesordnung. Man will jetzt eine Koalition aus der Partei von Macron und den Linken irgendwo bilden, um dann zu regieren, um dann in eine Unregierbarkeit rein zu kommen. All das sehen wir auf der ganzen Welt Schritt für Schritt aufgebaut. Und dann natürlich muss ein übergeordnetes System kommen, um uns alle zu retten. Sei es die WHO, die uns dann in Gesundheits- und Ernährungsfragen alles vorausgibt, oder sei es dann natürlich auch die NATO, die Sicherheitsfragen klären darf. Auf alle Fälle wird alles auf eine sogenannte übergeordnete Ebene gehoben und die Bevölkerung kann dann nichts mehr oder soll dann auch nichts mehr dagegen ganz klar tun. Eine Sache muss uns aber dabei klar sein. Da können wir auch in die Europäische Union schauen, zu Ursula von der Leyen, die mittlerweile in Panik gerät. Es wird immer wieder Menschen geben und mutige Europäer, die dem Ganzen ausbrechen werden. Und darauf sollten wir uns fokussieren. Und da möchte ich einen Mann beispielsweise hervorheben, den ich gerne in Zukunft Mr. Europa nennen werde. Und zwar niemand anderen als den Ministerpräsidenten von Ungarn, Viktor Orban. Und zwar, der es getan hat, am ersten Tag der EU-Ratspräsidentschaft, die an und für sich ja von Staat zu Staat alle 6 Monate wechselt. Und dann hat ein anderer Staat diese Präsidentschaft über. Derzeit ist es Viktor Orban mit 1.7., mit 1. Juli. Und was macht er am ersten Tag seines neuen Amtes? Er fährt in die Ukraine und besucht Selenskyj, um ihm nicht die Hand zu schütteln. Und dann am Tag 2 fährt er weiter nach Russland zu Wladimir Putin und wird dort empfangen. Und das natürlich hat dann schon kräftiges Unruhe in der Europäischen Union heraufbeschwört. Und zwar, man muss sich das so vorstellen: Es war ein geheimer Plan von ihm, dass er dort hinreist. Es haben relativ wenig Menschen in seinem Umfeld gewusst. Erst dann, als der Regierungsflieger, oder ungarische Regierungsflieger über Polen auf einmal eine Kehrtwende gemacht hat, dann hat man in den europäischen, in Brüssel haben die Telefone sind heiß gelaufen, denn dann hat man gewusst, er wird doch nicht nach Moskau reisen. Ja, er hat es getan, er ist nach Moskau gereist, um einen Frieden auszuverhandeln. Und deswegen nenne ich ihn auch Mr. Europa und Mr. Frieden, denn er hat es definitiv verdient, Mr. Europa genannt zu werden. Denn wenn man es schafft, der ganzen europäischen Führungselite Panik in Angst und Bein zu jagen, weil man einen Frieden ausverhandeln möchte, ja, dann weiß man, dass er einiges richtig macht. Und da können wir uns ein paar Bilder anschauen, und zwar NATO panikt bei der NATO. Jens Stoltenberg tritt vor die Kameras, genauso in der Bild-Zeitung, wo auf einmal drinnen steht, ganz, ganz groß in der transatlantischen Sprachrohr, dass eben der Viktor Orban, der Böse, die ganze NATO gefährdet. Panik auch beim Bundeskanzler Scholz natürlich, ganz klar. Und dann fragt man sich, warum eigentlich? Der reist nach Moskau, will dort mit Putin einen Frieden ausverhandeln, testet, hört einmal zu und spricht einmal, und dann bricht die Europäische Union in Panik aus. Dann bricht Washington in Panik aus. Und dann kann man sich schon fragen, warum eigentlich? Was ist der Grund, warum gewisse Herren so nervös werden? Hannes, und dazu müssen wir in die Ukraine schauen. Bevor wir das aber tun, teilt jetzt bitte unbedingt dieses Video mit all euren Freunden, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und ganz wichtig, abonniert unseren YouTube-Kanal. Wie gesagt, hier gehen wir mal auf den Bericht ein bisschen ein, weil dieser wunderbare Bericht zeigt, wie es geht. Denn die ukrainischen Böden sind die fruchtbarsten auf dieser Erde. Und man beginnt, wie gesagt, einen großen Krieg. Dann kann man ja zwischen russischen Oligarchen und natürlich auch zwischen den westlichen Oligarchen und Großinvestoren
Oligarchen und Großinvestoren übrigens genau das Gleiche. Wenn man auf den Westen schaut, so heißt es halt nur, man nennt es Großinvestor, aber sind natürlich genauso Oligarchen, wie sie im Osten sind. Mit jeder Granate, mit jeder Bombe, die gefallen ist, an und für sich hat man es geschafft, von Kleinbauern Land abzuluxen hin zu Großinvestoren. Monsanto, Bayer, liebe Grüße an der Stelle und natürlich viele andere auch. Aber dann wird es schon richtig spannend. Wenn man hinschaut und dann zu Kriegsbeginn hat man eine kleinbäuerliche Struktur, teilweise auch eine größere Bauern natürlich. Und dann auf einmal, nach 2 Jahren Krieg, sind alle Landbesitzer mittlerweile bei Großinvestoren, an Großinvestoren übergegangen. Und auch Kamala Harris hat sie in ihrer Ansprache ganz klar gesagt, und zwar, dass sie nicht die Ukraine unterstützen, sondern an und für sich aus strategischen Interessen an und für sich die Waffen liefern und dort tätig sind. Man muss eine Sache verstehen: 30% der weltweiten Weizenproduktion, 30% der Anbaufläche von der Europäischen Union, von der Größenordnung her, sind auf ukrainischer Fläche, sind ukrainischer Land und Boden. Wir hören, es ist einer der fruchtbarsten Böden auf der ganzen Erde. Und dann versteht man auf einmal, worum es denn dort geht. Randnotiz: Es gibt auch seltene Erden und viele wichtige Rohstoffe in der Ukraine. Und dann sollte man auf einmal verstanden haben, warum wir alle für den Frieden solidarisch, für die Freiheit solidarisch aufstehen und eine 500.000 Tote dafür rechtfertigen. Ja, und was sagt dazu die ehemalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko in der Ukraine? Während der Völkermord an den Ukrainern quasi an der Front und im Hintergrund stattfindet, haben eben Selenskyj und seine Bande, das muss man sich mal vorstellen, den Kauf von Agrarland in der Ukraine durch Ausländer legalisiert. Und derzeit, wie gesagt, haben nur drei Unternehmen, das müsst ihr euch mal vorstellen, nur drei Unternehmen haben bereits 17 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche aufgekauft. Und da müssen wir natürlich auch schauen, wie viel Landfläche gibt es denn überhaupt in der Ukraine. Denn, wie gesagt, insgesamt gibt es in der Ukraine nur 42,7 Millionen Hektar. Und wie gesagt, davon wurden 17 Millionen Hektar einfach schon mal aufgekauft und das von drei Unternehmen. Da muss man schon sagen, ich glaube, Hannes, Oligarchen tun ihr Spiel wie immer ihr Bestes. Und was hat das Ganze jetzt mit Deutschland zu tun? Relativ einfach. Und zwar, der Krieg in der Ukraine hat nicht 2022 begonnen, sondern 2014 begonnen. 2014 hat das Ganze mit Maidan etc. begonnen, wäre ein längeres Thema, aber dort hat der Ukraine-Krieg wahrhaftig begonnen. Die ganzen Spannungen davor natürlich schon Jahre zuvor. Der Angriff auf Deutschlands Hab und Gut hat nicht erst mit der Sprengung, offiziell mit der Sprengung auf die Nord Stream 2 Pipeline begonnen, sondern auch schon wesentlich früher. Und zwar 1992 mit den wunderschönen Verträgen von Maastricht. Hat alles wunderbar geklungen. Der europäische Einigungsprozess auch auf finanzieller Ebene das Ganze durchgesetzt, war aber nichts anderes als die Einführung der Transferunion. Schlagend geworden, das erste Mal 2008 und dann bei der Eurokrise und dann immer wieder. Und die letzten Jahre hat man es einfach geschafft, Deutschland und deutsches Hab und Gut weich zu kochen. Man hat die Menschen weich gekocht mit Covid-Maßnahmen, mit Förderungen, mit Klimawahnsinn, mit Flüchtlingsströmen, mit vielen anderen Dingen. Und das Ganze gipfelte dann in der Sprengung der wichtigen Energiezufuhr von Deutschland und mit einem Zensur- und Sanktionswahnsinn, der die deutsche Wirtschaft endgültig an die Wand gefahren hat. Nicht umsonst titelt das eine oder andere Blatt der Welt den Ruinator Habeck auf seinem Titelblatt. Und damit weiß man auch, welche Agenda abgeweitet worden ist. Und damit sollte man jetzt eine Sache verstehen. In der Ukraine beginnt bald auf den Feldern die Erntezeit. Und auch in Deutschland wird die Erntezeit bald beginnen. Das Land wurde gegen die Wand gefahren. Ruinator Habeck hat das Ganze möglich gemacht mit seinen vielen Begleiterscheinungen. Und dann muss man eine Sache ganz klar verstehen. Und zwar, der Ruinator hat vorgelegt, der einäugige Kapitän des Schiffes MS Deutschland drückt dann das zweite Auge auch noch zu. Und dann fährt das wunderschöne Schiff Deutschland auf einen großen, keinen Eisberg, aber auf einen großen schwarzen Felsen, auf einen Blackrock auf. Und der darf dann endgültig den Ausverkauf in Deutschland leiten. Merz macht sich bereit für die Übernahme, für die Machtübernahme in Deutschland und darf dann ähnlich wie in der Ukraine den Ausverkauf des deutschen Hab und Gutes endgültig dann fortschreiten lassen. Aber dazu braucht es noch eine Sache, und zwar Neuwahlen. Er muss sich ja immerhin bei wunderbaren Wahlen, wo wir am Anfang gehört haben, nicht die 15 Millionen Leistungsträger entscheiden, sondern an und für sich all jene, die frisch eingebürgert worden sind, die stolz darauf sind, die deutschen Fahnen herunterzunehmen und damit Deutschland eine neue Identität verpassen. Und dann schaut man
lest man die Papiere der CDU und dann lest man laut Insider-Infos, hat das Präsidium der CDU am Wochenende sich darauf geeinigt, dass mögliche Neuwahlen noch in diesem Jahr vorzubereiten sind. Ich zitiere: Zu einem Drittel hält CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann es für wahrscheinlich, dass die Ampelkoalition noch in diesem Jahr zerbricht. Also man bereitet sich vor, der Ausverkauf geht in die letzte Runde, minus 70, minus 80, minus 90%, ganz egal, am besten verschenken wir alles. Wir sind ja das solidarische Europa, da muss das Ganze so sein. Und der Ruinator und die Prinzessin Trampolin machen sich inzwischen noch Gedanken um den Machtkampf innerhalb der eigenen Partei, wer dann der Kanzlerkandidat wird. Blind getrieben von ihrer eigenen Ideologie, verstehen sie nicht einmal vermutlich, was da vor ihren Augen passiert. Hingegen die Rotnasen, Faeser und Scholz wissen sehr wohl, was passiert, aber ihnen kann es ja relativ egal sein. Sie machen einfach weiter damit, was ihnen gesagt wird von der transatlantischen Brücke und dann wird schon das eine oder andere für sie auch abfallen. Zumindest muss man aber sagen, im Gegensatz zu der grünen Woke-Partei wissen zumindest aber Scholz und Co., was sie tun, auch wenn sie es gerne vergessen. Und dann sagen viele wieder, ja, die AfD wird uns retten, das Bündnis Sahra Wagenknecht wird uns retten. Doch eines sollte man immer hinterfragen: Woher kommen die Gelder? Wer finanziert wen? Und einer Krähe kratzt selten einer anderen das Auge aus. Und wenn wir dann uns anschauen, dass beispielsweise AfD Weidel in ihrem Studium über Chinas Rentensystem promoviert hat, dass sie 6 Jahre lang selbst in China gelebt hat, dass sie bei einer Investmentbank Goldman Sachs angefangen hat zu arbeiten und dann im Vorstandsbüro von Allianz Global Investors gearbeitet hat, dann sollte man auch schrittweise verstehen, dass vielleicht nicht in ihr und in anderen Parteien des alten Systems die Lösung zu finden ist. Und wer jetzt meint, dass dann die Bündnis Sahra Wagenknecht, die liebe Sahra, uns alle retten wird, Benjamin, glaubt, da haben wir auch eine bittere Enttäuschung mit. Ja, Hannes, bittere Enttäuschung, du hast schon gesagt, von den intelligenten Weidel, wo jeder glaubt, sie ist der Hoffnungsträger für Deutschland. Aber schauen wir weiter, und zwar schauen wir zu Sahra Wagenknecht, wo auch viele denken auf der anderen Seite, dass sie vielleicht die Lösung ist. Aber Sahra Wagenknecht ist oder hat mehr oder weniger Dinge unterstützt, die man mal anschauen sollte. Denn, wie gesagt, für die Wirtschaftspolitik, zum Beispiel der Staaten Kuba und Venezuela, die alles andere kapitalistisch sind, wissen wir, glaube ich, zeigte Wagenknecht auch Verständnis. Und zwar über eine Presseerklärung damals im Jahre 2006 ließ sie mitteilen, dass die andauernde Existenz des kubanischen Systems einen Hoffnungsschimmer, ja, einen Hoffnungsschimmer für diejenigen in der sogenannten Dritten Welt bedeutete, die Verlierer eben einer Markt- und profitorientierten, globalisierten Welt sind. Alles klar. Ebenso verteidigte sie 2008, wenn wir weiterschauen, die vom venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez beschlossene Verstaatlichungen der Ölförderanlagen des US-Konzerns ExxonMobil. Also eigentlich komplett wieder Hannes seitenverkehrt. Also Privateigentum, das wollen sie beide abschaffen und es ist quasi in die Hände einzelner mächtiger Oligarchen gegangen. Und Hannes, da sieht man eigentlich eben, dass die eigentlich alle Champagner trinken, aber öffentlich mit Wasser kochen. Eine Sache sollte man dabei am Ende des Tages immer mitnehmen. Und zwar, wir alle in Europa feiern die Demokratie. Wir sind stolz darauf, die große Demokratie in Europa zu haben. An den Wahlurnen entscheiden dann die Menschen, was, in welche Richtung es gehen darf. Und dann holt man immer mehr Menschen ins eigene Land rein, wenn die Richtung nicht ganz stimmt, wenn die Richtung ein bisschen korrigiert werden muss. Man zensiert, man sagt den Menschen ganz klar, was sie zu denken haben. Man gibt ihnen Brot und Spiele in vieler Weise. Man füttert sie sprichwörtlich mit allen Förderungen voll, damit die Richtung ja weiter Richtung großen schwarzen Felsen bleibt, damit man ja kräftig auflaufen kann. Und dann, wenn das Ganze nicht funktioniert, dann gibt es auf einmal keine Wahlen mehr, wie in der Ukraine, wo ein Mann, ein Komiker an der Macht ist, der aber es ablehnt, sich frisch wieder wählen zu lassen. Der es ablehnt, weitere Wahlen abzuhalten, weil das Land befindet sich ja im Kriegsrecht. Ja, warum kann man im Krieg an und für sich nicht wählen? Warum dürfen die Menschen gerade im Krieg nicht wählen? Gerade dort sollten sie wählen dürfen, weil sie vielleicht genug haben von der Verteidigung des Landes, von der Solidarität oder von anderen Märchen, die man ihnen erzählt. Vielleicht sollte man Menschen wahrhaftig wählen lassen, welche Richtung sie einnehmen wollen und ihnen das wieder zugeben, was ihres eigenes an und für sich ist, und zwar eine gewisse Eigenständigkeit und einem Respekt vor Eigentum und vor dem Leben. Und das muss man sagen, dass Wahlen
wenn wir sie derzeit sehen, nur eine weitere Facette von Brot und Spiele sind. Das sehen wir alle beispielsweise in Holland. Frisch gewählte Regierung, der Rechtsruck in Holland hat zugeschlagen. Und was passiert? Wir sehen heute die erste Lieferung der F-16-Maschinen von Holland in die Ukraine, um weiteres Blutvergießen in weiterer Form möglich zu machen. Wir alle sehen es Tag für Tag. Und dann schimpfen wir aber, wenn wir es nicht zensieren können, dann verurteilen wir es, wenn ein Mann, ein Staatsmann es wagt, um nach Russland zu fliegen, um mit einem anderen Mann sich auszutauschen, um einen möglichen Frieden irgendwo auszuhandeln. Und damit muss man ganz klar sagen, es macht wenig Unterschied, wenn man seine Stimme, ganz egal welche Partei, welche Fraktion, welche Galionsfigur abgibt. Es macht einen Unterschied, wenn man seine Stimme wieder erkennt, wenn man seiner eigenen Stimme wieder folgt und das Ganze dann umsetzt im eigenen Leben. Dazu sind wir da, nicht um jemandem blindlings zu folgen, nicht um die Ideologie eines anderen zu leben, sondern um einen wahren Mehrwert in die Gesellschaft reinzubringen. Nicht abzusaugen in einen Förderwahnsinn und dann gefügig blind zu folgen, sondern selber einen Mehrwert zu schaffen und reinzugeben ins System, das ist wahre Solidarität. Aber bei diesem Video ist wieder rausgekommen, dass die Lösung nicht in der Politik liegt, dass eben der Heilsbringer da draußen, dass es den nicht gibt, sondern der Heilsbringer in uns selber drin ist, in uns als eben Menschen. Und deswegen machen wir diese Videos, Hannes und ich, weil wir einfach euch klar machen wollen, hey, es ist die Wahrheitsfindung, die müsst ihr selber finden. Ihr müsst selber einen Wert stiften in die Gesellschaft und selber eigenes Leben bauen. Und aus dem Grund machen wir das Ganze. Deswegen abonniert jetzt sofort diesen YouTube-Kanal. Teilt dieses Video bitte mit all euren Freunden. Ihr seht doch bitte, was in den Wahlen in Frankreich, was das für eine Farce ist. Und was für eine Farce das ist, was uns auch deutsche Politiker erzählen. Die Lösung liegt nicht in der Politik. Die Lösung liegt in uns drin. Hannes, wie gesagt, heute ganz toll herausgearbeitet. Vielen, vielen Dank für das große politische Update. Und wir würden sagen, wir sehen uns wieder am Donnerstag, wenn es wieder ums Thema Gold und Silber geht. Großes Marktupdate zum Juli. Und wir sagen, dass auch in der Politik die Zyklen sicherlich nicht schlafen. Und Hannes, Video teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und dann bis Donnerstag zu einem spannenden Update. Diese Woche haben wir noch einiges vor. tschüss.